So, moin moin Leute, das heißt Unterhaltung. Heute mal ein kleines Bastelvideo mit der PlayStation 1, der allerersten Generation, die damals hier in Deutschland verkauft worden ist. Und zwar haben wir hier das SCPH-1002. Erkennbar. Genau, eine Chinch-Ausgänge. So, der ursprüngliche Laser hier drin war leider defekt oder hatte schon seine allerersten Macken. Jetzt, wo ich das Internet lesen konnte und herausfinden konnte, ist der KSM 440 BAMM Laser aus der Blaze One, also der kleinen, warte jetzt, habe ich noch hier rumfliegen? Habe ich sie noch? Die Luft? Genau. Aus dieser PlayStation habe ich mir diesen Laser ausgebaut. Ganz einfach, weil es ist der letzte gefertigte Laser, so wie ich im Netz lesen konnte, ist es auch der beste, da viele Komponenten aus Metall oder Aluguss bestehen. Dann habe ich mir, da das Flachbandkabel zu kurz ist, habe ich mir aus dem Netz eine Verlängerung gekauft. Ja, und so will ich das ganze Ding mal zusammensetzen. Naja, erstmal den Kollegen auseinandernehmen. Einen habe ich schon raus, genau. Ein Zerbastelvideo aus dem Internet. Ich meine ja genau. So. P62, ist jetzt hoch drauf. Also hier ist das gerade. Wer schreibt denn da so ein TÜNF drauf? No. Logischerweise erstmal alle 1, 2, 3, 5 Schrauben vom Boden lösen. Öffnen. Ah ja, stimmt. Auch erkennbar. Die An- und Ausschalter bzw. Öffnungsschalter oder Anschalter steht Power und Open drauf, während die anderen Nachfolger PlayStation halt Logos drauf haben. Dann ist ja die erste Generation auch zu erkennen. So. Und hopp, da haben wir den Collision. Komplett zerlegt. Weil ich denke, die meisten wissen, wie eine PlayStation 1 aussieht. Ne? Kennen wir ja. Und nun bauen wir den neuen Laser ein. So, wie rum das Ding irgendwo so beanschlusst. Ach, da ist der Anschluss, alles klar. So, aua. Ja, das ist irgendwie falsch rum. Okay. Dumm dazu ist ein Laser einzubauen. Wie hörst du mich jetzt? Oh, versuch es mal mit der Richtung. Ja, die lag, ich muss jetzt dazu sagen, dass die Pläse, ich habe sie jetzt vor knapp einem halben Jahr geschenkt gekriegt. Jetzt muss ich mal gucken, wie rum der Laser hier reingehört. Verdammte Axt. Bin ich zu dumm, den Laser einzubauen? Das war nicht so anders. Kommt da schräg ran oder was? Oh, dass man so schräg rankommt. Das wird dann hinhauen. Oh, tatsächlich. Der Laser kommt schräg rein. Habe ich echt total vergessen. Na gut, bei den ganzen Projekten, die ich habe, der Laser wird schräg eingebaut. Das habe ich jetzt vollkommen vergessen. Uah, geblieben. So. Das Kabel hätte ja gepasst. Ja, leck mich am Arsch. Na gut. Stromversorgung. So wie ich gerade sehe, hätte ich die Verlängerung gar nicht kaufen müssen. Ich hätte nicht gedacht, dass das Laser irgendwas reinpasst. So, den Riegel hochschieben. Na. Die Knips ist wieder drin. So, das Ganze wird jetzt zusammengebaut. Stell gerade fest, ich hab's doch nicht gebraucht. Ich hätte die beiden Laser miteinander vergleichen sollen.
aber trotzdem nicht mal ein gutes zu haben, wenn man für andere Projekte ist, andere Projekte rumtüdelt. Soweit ich das im Netz gelesen habe, hat die erste Generation der PlayStation sehr gutes Sound, beziehungsweise Soundmodul für Stereo-Videogabe. Also viele bauen sich die erste Generation halt immer als den besten CD-Player zusammen. So, wollen wir uns den ganzen Rotz wieder zusammentüdeln. Aha, da scheint das nicht zu passen. Ist die größer als erwartet? Aha. Gut. Die graue Kappe, die sie hier verbaut haben, die aus der One stammt, passt nicht in diesem Gerät rein. Das heißt, ich muss die uralte Kappe von dem ersten Laser wieder hier einbauen. Machen wir doch gleich mal. So. Hoppala, scheiße. Ups, dann muss man eventuell nicht in die Kamera reinrennen. Das hat seine Vorteile. So. Ja, tatsächlich. Die originale schwarze Kappe ist definitiv anders aufgebaut. So, jetzt kommt die große Quizfrage, wie ich das da herunterkriege. Ah, wir haben da zwei Schrauben. Kreuzschlitz. Jetzt frage ich aber nicht, welche Größe. Irgendeine Größe. Das wohl den kleinsten, den ich habe. Wäre der da. Anbei, ein schönes Schraubendrehersystem von VIA. Ich brauche den da. So. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ne? Dass die Kappen doch anders sind. Schade, ich hätte ganz gerne das Graue behalten. Weil es einfach cool aussieht und besser zum Gehäuse passt. Na denn, FFN. Wat mut dat mut. Was machen wir es halt denn? Willst du da wohl raus? Ich hasse es, wenn die Schrauben sich wehren. Die wird sich jetzt aber echt extrem. Mal gucken, wo haben wir Verriegelung, wo haben wir was? Also das. Da muss ich mit anderen Materialien ran. Haben wir. So, ist auch raus. So, wo geht das Movie hier? Das war Plattdeutsch und heißt, wie geht es jetzt weiter? Alles klar. Da löst sich was. Irgendwie. Oder auch nicht. Haha. Joa. Ne? Hammer. Ja, wer es noch nicht gesehen hat, so ist der Laser aufgebaut. Das ist auch der ursprüngliche Laser, der hier in der Laser 1 drin saß. Beim Ausbau habe ich natürlich missgebaut und habe mir das Flachbandkabel abgerissen. Tierisch mit aufpassen, diese Flachbandkabel sind sehr, sehr empfindlich. Ich meine, der Grund, warum ich es ausgetauscht habe, ist letztendlich, ich habe ein Spiel, Duke Nukem 3D, was hier auf dieser Playset mit diesem Laser nicht funktioniert hat. Mit diesem Laser in der alten, in der neuen PS1 hat es funktioniert. Das habe ich vorher natürlich ausgetestet, logischerweise. So, nur an die Kasse erstmal drin liegen bleiben. Tüten wir hier den TÜNEF raus. TÜNEF. Auch wieder Plattdeutsch, falls übersetzt Kram, Zeugs, etc. Und wie gesagt, es gibt nichts Schöneres, wenn man die Gerätschaften selber repariert, weil wegen es halt toll ist. Also wurde noch ein System aufgebaut. Cool ist es, ohne was ich so hinkriege, ohne den Laser schon wieder demontieren zu müssen. Weil ich jetzt gerade keinen Bock drauf habe. Ja, gut. Werde ich wohl so gesehen nicht drum herum kommen. So.
Schloss wieder aufziehen. So. Aber mal sehen. Wollen wir doch mal sehen. So, jetzt da das Klacker. Haben wir die Sicherung jetzt ausgebaut? Nein! Nächstes Problem. Ich finde, dass die Sicherung jetzt ausgebaut. Was haben wir da? Eine 6 Ampere. Ich habe die Sicherung da jetzt ausgebaut. Moment. Ja, jetzt weiß ich auch, warum ich da. Wo ist jetzt der andere Scheiße? Mist, jetzt habe ich schon wieder liegen lassen. Nein! Jetzt weiß ich aber, was das Problem ist. Warum ich den die Sicherung ausgebaut hatte, weil ich das. Das hier ist eine 9000er, das heißt, das letztgebaute Modell. Und ich wollte das Netzteil tauschen von der 9000 in die 1000er rein, passte aber nicht. So habe ich die blöde Platine in die Schmier gelassen. Ich hasse es. So, da haben wir sie wieder. So. Was haben voller Panik, wo ist die Sicherung? Meine Fickfresse. Habe ich es noch nicht nachgekauft, aber was man auch definitiv im Zuge der Erneuerung machen sollte, die Kondensatoren hier alle zu tauschen, Elektrolytkondensatoren. Habe ich es momentan nicht gemacht, da leider meine Geldmittel relativ beschränkt sind, aber ich denke mal, dass ich das im Laufe dieses Jahres nochmal erledigen werde. Also die Reihenform ist wohl etwas Zangenmäßiges. Ich buche einen Tarn. Alter. So. So. Hui, das alte beliebte Liverman and Tool. Was habe ich jetzt für eine Variante? Das Super Tool. Und. Hinein. Sehr schön. Stromfluss kann flussurieren. Was? Wer labert so einen Scheiß hier? Oh, das bin ja ich. So, erstmal die schwarze Kappe wieder auf diesem Laser drauf. Das ist wahrscheinlich eine tierische Formelei werden wird. So. Das sind vom Werk aus gemacht. Ah! Es klackt, es tut, es macht. Sehr schön. Nein. Sehr schön. So, der Plan war hoch. Der kleine Schrei. Ah, sehr schön. Wollte sagen, drauf achte. Ah, scheiße. Scheibenkleister. Jetzt sehe ich es gut. Ja, beim Laserzusammenbau darauf achten, dass dieses Flachbandkabel, da gibt es Arretierung links und rechts, wo es wieder reingeschoben werden sollte. Also das habe ich jetzt gerade selber festgestellt. Habe man natürlich nicht gemacht. Daraus heißt, wieder raus und wieder reinfriemeln. So. Ich hoffe, dass die Kamera das aufkriegt. So sollte es aussehen. Links und rechts sind Klammern, da muss es reingeschoben werden. Habe mich schon gerade gewundert, wieso passt hier nichts? Wieso sind die Schraublöcher nicht übereinander? Ja, jetzt ist alles so, wie es sein soll. So. Na, wo bist du, Schraubendreher? Da.
und in diesem Falle die Schrauben oder die zwei Halteschrauben der Abdeckung nicht so fest anschrauben, weil nach ab kommt neu und neu ist meistens teuer. Nach fest kommt ab, nach ab kommt neu. So. Schrauben Sie die Jacke wie Hose auf vom alten oder vom neuen Laser, weil wie es halt so passt. So. So, das heißt, die ganzen Scheiß wir ineinander setzen. Wie war es nochmal? So, schräg und so. Ne? So, so, so. Na, du auch noch. Perfekt. So, im Zuge des Zusammenbaus, was mir auch aufgefallen ist, was ich vorher echt nicht wusste, dass die Laser innerhalb der 1000er, ich weiß nicht, wie bei dem 7000er Modell das ausschaut, oder auf der 5000er, ja, ich habe hier noch ich habe drei Playstations, können wir gleich mal nachschauen, aber hier bei der 9000er sitzt der Laser vollkommen anders. Wie man sieht, sitzt er von rechts nach links, während dieser bei der 1000er hier oben, also quasi von ja, links oben nach relativ rechts unten, der sitzt nämlich in diesem Bereich. Die Laseraufnahme ist nämlich hier eine völlig andere. Was heißt Aufnahme? Also der sitzt einfach nur anders. Das heißt, du kannst natürlich die einzelnen PlayStation Laser sind alle untereinander tauschbar. Wie gesagt, das ist aus der letzten, neuesten Generation. Und ich kann auch von der 9000er hier reinklappen, nur wie sie sagt, die ist aber verdreht. Sie liegt nämlich einmal anders. Warum sie das Design geändert haben, keine Ahnung. Was auch noch ein kleiner Vorteil ist, oder was ich auch noch erzählen möchte, die Jungs aus dem Netz, oder was ich gelesen habe, ist, dass das Netzteil der 1000er ziemlich heiß, oder generell, dass die PlayStation Netzteile relativ heiß werden. Sind einige Leute beigegangen, haben sich hier zwischen Netzteil, und warum auch überhaupt aus der ersten Generation die Laser andauernd abrauchen, oder warum die halt so stark geschädigt sind. Da der Laser sehr nah am Netzteil liegt, das Netzteil wird logischerweise relativ heiß. Und da sind einige findige Bastler beigegangen und haben hier dieses Hitzeschutzblech vergrößert und aus Metall ausgetauscht, sodass der Laser eben halt von dem Netzteil getrennt wird, beziehungsweise die Wärme. Würde ich auch noch empfehlen. Ich mache es jetzt nicht, weil wegen halt ich jetzt kein geeignetes Material im Hause habe, aber die Empfehlung halt eben an euch. Netzteile von der 1000er sind zur 9000er oder zur 7000er nicht identisch. Wir haben nicht ein paar mehr Kabel. So, den ganzen Scheiß zusammentüdeln. Fummelei ohne Ende. Sehr schön. So, Clip wieder runterdrücken. Stromversorgung. Und dann kann der ganze Spaß losgehen. Sehr schön. So. Klappe zu, Affe tot. Tada. Und wie man sieht, es passt. Schade nur, dass das graue die graue Abdeckklappe leider nicht passt. Die ist nämlich anders geformt. Schade eigentlich, weil wegen das wird einfach schöner aussehen. Nun gut, jetzt kommt die Probe aufs Exempel. Dann wollen wir mal checken, was Sache ist. So, dazu schließe ich den ganzen Rotz jetzt am Fernseher an. Das brauche ich jetzt logischerweise Cinch-Kabel. Wo haben wir die? Weiß ich auch nicht. Irgendwo, nirgendwo. Fernbedienung? Auch nicht. Okay. Nehmen wir mal die Tasche hier. Bla, 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 bla. Ja. Nee, das ist falsch. Ich meine, zwar schon das Richtige, aber nicht das, was ich haben möchte. Ja. Darum liebe ich ja die alte PlayStation drüber. Wegen dem schönen Cinch-System. So, Klappe zu, also gut. Oh, Stromkabel soll ich auch nochmal an. Eignen. So. Soll aber also meine Tragetasche drin sein. Und tada. Tada. Haben wir. Ach ja, noch was Interessantes. So als kleine Anekdote. Das ist jetzt ungefähr, Gott, oh Gott, 15 oder knapp 20 Jahre her. Da habe ich mir mal, da ich und mein Bruder oder meine Brüder, wir, ich und meine Brüder sehr gerne Playser 1 gezockt haben und mit einem Freund zusammen auch Command & Conquer, Alarmstufe Rot, war immer das Problem, dass, ja, ich nenne es jetzt mal Verbindungs- oder LAN-Kabel, um zwei Playstation zusammenzutüdeln,
war uns das zu kurz, weil ich im Nebenraum saß, er saß einen Raum weiter. Jo, und da habe ich, wie gesagt, vor 15, 20 Jahren mal im Netz gesucht und habe ich einen anderen tündigen Bastler gefunden, der dieses PlayStation-Verbindungs-LAN-Kabel zerschnitten hat und es auf 20 Meter verlängert hat. Es funktioniert, interessanterweise. Das Kabel kann ich jetzt nicht zeigen, weil ich nämlich weil ich zwei PlayStation miteinander verbunden habe, das Kabel ist nämlich quer durch die Bude gelegt. Aber wie gesagt, es funktioniert tadellos. Ohne Mikro, ohne alles. Wie gesagt, das kann man verlängern. So, dann wollen wir mal. Ich brauche Energie. Hopp. Hopp. Und die Probe aus Exempel. Duke Nukem muss funktionieren. Das raus. Ich oder euch wieder rein. Ja, schön rühren, Fernseher. Jetzt muss ich das Spiel wieder suchen, mal gucken, wo ich es liegen habe. Hui! Ah, da haben wir es. Warum auch immer, dieses Spiel hat mit dem alten Laser tierische Schwierigkeiten gehabt. Es hat nicht geladen, kein Nüscht. So, AV3 bräuchte ich ganz gerne, oder hätte ich ganz gerne. 1, 2, 3. So. Na, nein. Oh, funktioniert so nicht, wenn man keinen Strom auf der PlayStation gelegt hat. Oh Gott, bin ich blöd. Die häufigste Fehlerquelle sind mindestens 3 oder, na, ich würde mal so 20 cm vom Bildschirm entfernt. Na toll. Das passiert man dauernd. Was auch schon vor ein paar Jahren mal passiert ist, willst du den Rechner zusammenbauen, schmeißen an, läuft nicht. Warum läuft er nicht? Weil das ATX-Stromkabel nicht angeschlossen hat, du Vollidiot. Da bin ich ja echt ein Meister in sowas drin. So, bevor die Kamera wieder quasselt. So. Und wir haben Saft. Wir haben Energie. Yeah. Nichts kaputt repariert, man hört den Sound. So. Auf geht's. Jetzt kommt die Probe aus Exempel. Spiel rein. Es dreht, es läuft. Oh, ich brauche Controller. Natürlich ein schön DualShock Original Controller. Scheiße, muss man ran hier. Okay, so weit so gut. Ja, es lädt. Es lädt. Geil. Yeah, Baby. So muss es laufen. Wie gesagt, das Spiel hat vorher mit dem Originallaser nicht gelaufen. Wie man sieht, das funktioniert. Artwork. Erdwerk. Geil. Läuft. PlayStation 1 erste Generation mit dem letzten Laser der letzten Generation repariert. Also irgendwie fehlt mir der Sound. Weil die Computervariante haben wir natürlich. Fehlt ja aber. Ah! Und weil es so geil ist. Ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel auf PlayStation nie gespielt. Ich werde es kurz mal anspielen. Ich werde aber schon wahrscheinlich nie nichts hinkriegen. Ich werde da wahrscheinlich nichts hinkriegen, weil ich wie gesagt nur Tastatur und Maus gewohnt bin, aber nicht PlayStation Controller. Ich habe das Spiel nur aus Sandergründen gekauft. Oh, wie läuft man überhaupt? So, okay, wie schießt man? Okay, das sieht aber ganz gut aus. Da muss ich mich hier erstmal gewöhnen, ey. Sips. Autsch! Und ich springe. So. Wie geht's hier hoch und runter? Oh,
Wo geht das denn nun? Was soll der Scheiß hier? Sie hat in die Füße, du Wichser! So, geht auch. Auf jeden Fall, wie ihr seht, das hat funktioniert. Also, bis denn dann!